Viele neue Gesichter. Das ist das von Aufsteiger Ulm und Uwe Grauer, der schon als Profi in Uerdingen und Dortmund spielte. Gelernt hat er das Fußballspielen bei der Spielvereinigung Hammer. Grauers Bundesliga-Comeback gegen Freiburg, auch ein Hammer. Gerade 2 Minuten rollte der Ball und schon hatte Uwe Grauer getroffen, ins eigene Tor. Doch der Katastrophenstart hatte ein Happy End. Janosch Gora, das 1:1 und für Aufsteiger Ulm immerhin noch ein Pünktchen. Aufsteiger Ulm empfing einen der großen Meisterschaftsfavoriten. Borussia Dortmund, das neue Star-Ensemble, bei dem sogar Andreas Möller anfangs nur einen Platz auf der Bank hatte. Der BVB mit dem neuen, mit Eva Nilsson. Giuseppe Reyna. Reyna, schön noch weitergeleitet auf Bobic und drin das Ding. Zack, so schnell kann es gehen. 0:1 in der 12. Minute. Der BVB schaffte den ersten Auswärtssieg seit langem und hoffte damit, die große Schwäche der Vorsaison überwunden zu haben. Herbert Fandl schrieb Bundesliga-Geschichte. In Rostock schickte der Schiedsrichter 4 Ulmer Spieler und dazu noch ihren Trainer vom Platz. Gelb-Rot, Platzverweis für den Holländer, völlig zu Recht. Der hatte schon Gelb und dann gab es natürlich Gelb-Rot, der zweite Platzverweis der Ulmer. Der Fußball und die Musik, seine Leidenschaften. Herbert Fandl wird diese Hinrunde so schnell nicht vergessen. 4 Platzverweise für ein Team, Bundesliga-Rekord. Ich erinnere mich nicht so sehr gerne an diesen Tag. Das ist etwas, das zwar vielleicht in die Geschichte eingeht, aber ich glaube nicht, dass ich darauf stolz sein sollte. Ja, es war sicher ein Ausnahmezustand auch nach dem Spiel, auch für mich. Ein besonderer Druck, der auch nach dem Spiel noch auf mir lastete. Seit 21 Jahren ist er Schiedsrichter, doch sowas wie in Rostock war ihm noch nie passiert. Trotz fehlerloser Leistung, für Herbert Fandl bleibt es eine unangenehme Erinnerung. Rot, Platzverweis, Nummer 3 für einen Ulmer Spieler und Weiß kann es nicht fassen. Platzverweis Nummer 4 für den SSV Ulm, Nummer 4. Das gibt's doch nicht, die erste Liga ist doch Schiedsrichter, Skandal. Eine Fußballstory mit Seltenheitswert, erlebt hat sie Schalkes Däne Ebbe Sand. Gegen Ulm erst unglücklich angeschossen von Kollege Latte, ein Eigentor. Und dann herrlich bedient vom Sportsfreund Pfosten und Ulms Joachim Stadler. Das 1:1 für Ebbe Sand, die Welt wieder in Ordnung. Der 14. Spieltag und der Quickie der Saison bei Hertha gegen Ulm. Tor Darius Wosch nach gerade mal 66 Sekunden. So schnell traf sonst keiner mehr. 0:3 in Ulm verloren, Tiefpunkt der Talfahrt und das fast ohne Gegenwehr. Die Eintracht steht sogar 5 Punkte schlechter da als zum gleichen Zeitpunkt des letzten Jahres. Und das war ja schon katastrophal. Bergers Team ohne Perspektive. Punktgleich mit dem Tabellenletzten in die Winterpause vom SSV Ulm vorgeführt. Sowas wird kaum verkraftet. Die Fans schlugen gestern Alarm, Streit mit den Spielern. Und in Ulm feierte der freche Aufsteiger den 3. Sieg in Folge. Leandro und Scharinger, der Aufsteiger machte Freude. Das 3:0 gegen Frankfurt verschaffte Ulm Luft und stürzte die Eintracht noch tiefer in die Krise. Und schubste Trainer Jörg Berger vom Trainerstuhl. Die Ulmer Fans lagen sich in den Armen. Feierten so, als hätten sie gerade den Klassenerhalt geschafft. Dabei war das der ganz eigenwillige Umgang mit dem Torschocker der Saison. Bayers 9:1, Fußball zum Genießen für Bayer. Ein 90-Minuten-Albtraum für den Aufsteiger. Die 9 Tore gegen Bayer, ein Dämpfer, von dem sie sich in Ulm nie mehr richtig erholten. Der Anfang einer langen Negativserie. Jeder durfte mal bei Bayer, statt auf Moorhühner, wurde an diesem Samstag gnadenlos auf Ulmer Spatzen geschossen.
Der Ehrentreffer Leandros in der 90. Minute. Danach hatten sie es endlich hinter sich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Philipp Laux und der wiedergewonnene Glaube an den Klassenerhalt. Das 2:0 gegen Wolfsburg, die letzte tolle Darbietung des frechen Aufsteigers. Zunächst der Abstiegskampf. Hansa Rostocks umjubelter 2:0-Erfolg auf Schalke. Die Erlösung auf der Zielgeraden. Damit war gleichzeitig klar, dass der Verlierer des Spiels Eintracht Frankfurt gegen den SSV Ulm in die zweite Liga musste. Vor fast 60.000 Fans ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt. Dann kommt Kucera. Guignard und da ist Salou. Bashirou Salou, 1:0, 24. Minute. Vielleicht sichert sein 8. Saisontor den Klassenerhalt für Eintracht. 0:1 aus Andermatts Sicht. Woher soll der noch Hoffnung nehmen? Noch kein Spiel hat seine Mannschaft drehen können. Und die Ulmer waren hier bislang in allen Belangen das schwächere Team. Einwurf Oliver Unselt, dann Leandro. Leandro, was für ein Ding. Heinen am Boden und Van der Haar. Ausgleich, 1:1, 39. Minute, wie aus heiterem Himmel, völlig überraschend, egal wie man es nennt, das Ding zählt, Ausgleich. Martin Andermatt, die Selbstbeherrschung in Person und jetzt mal für eine ganze Sekunde außer Rand und Band. Stadler, Foul und Schiedsrichter Krug gab Elfmeter für Eintracht Frankfurt. Unerbittlich, hartherzig, liebe Ulmer, aber wohl korrekt. Ein Foul war es in jedem Fall und Reichenbergers getroffener Fuß auf der Linie und damit im 16-Meter-Raum. Also korrekte Entscheidung. Elfmeter, Horst Held in der 90. Minute drin. 2:1, das war's. Frankfurt bleibt in der Bundesliga. In 90 Minuten entschied sich eine ganze Saison. Die Abstiegsfrage wurde in Frankfurt geklärt. Dann kommt Kucera. Guignard und da ist Salou. Bashirou Salou, 1:0, 24. Minute. Einwurf Oliver Unselt, dann Leandro. Leandro, was für ein Ding. Heinen am Boden und Van der Haar. Ausgleich, 1:1, 39. Minute, wie aus heiterem Himmel, völlig überraschend. Egal wie man es nennt, das Ding zählt. Ausgleich, Elfmeter, Horst Held in der 90. Minute drin. 2:1, das war's. Frankfurt bleibt in der Bundesliga. Ich denke noch so richtig nach dem Wahlspruch. Die Ulmer stehen immer wieder auf. Aufstehen, wenn man ein Ulmer ist. Und das werden wir ganz sicher machen.